Die Grenze ist ein gigantisches Bauprojekt. Geschätzte Kosten 3,5 Milliarden US-Dollar. Apartheidsmauer nennen es die Gegner, Sicherheitsanlage heißt es offiziell, der überwiegende Teil ist ein Zaun. Dank der Sperranlage, sagt die Regierung, haben die Selbstmordanschläge in Israel praktisch komplett aufgehört. Für viele Israelis ist das hier ein Stück Normalität geworden. Für viele Palästinenser verändert es ihr Leben, jeden Tag. Checkpoints bestimmen den täglichen Weg zur Arbeit, zum Markt, zu den Feldern. Wer hier durch darf und wer nicht, das kann sich jederzeit ändern. An manchen Tagen ist das Westjordanland auch komplett abgeriegelt. Israel hat hier eine Grenze geschaffen, einseitig und zum Teil auf palästinensischem Gebiet. Eine gemeinsame Zukunft verbaut mit Beton. Zyniker sagen, das Ganze hier mutet an wie eine Leistungsschau der Beton- und Zaunindustrie. Auf jeden Fall wirkt es unglaublich deprimierend. Besucher, gerade aus Deutschland, fühlen sich häufig an Berlin erinnert. Nur, dass die Berliner Mauer zum Glück gefallen ist, während diese hier immer weiter wächst. Unsere Reise entlang der Zäune wird zur Fahrt zwischen Mauern. Links Mauer, rechts Mauer, ein Gefühl wie im Gefängnis. Israel will die Palästinensergebiete abschotten, das eigene Land sichern. Aber je länger man hier unterwegs ist, desto weniger weiß man, wer eigentlich am Ende der Eingeschlossene ist.